Dann bräuchten wir jetzt auch irgendjemanden, der in unserem Holzschuppen arbeitet, ne? Bestmöglichst ist ja eine Frau, denn wir haben ja jetzt einen Männerüberschuss. Nur keine Bananen. Ich glaube auch nicht, dass hier die Bananen wachsen würden, oder? Im Frühling blühen die schön. Kirschbäume blühen immer schön. Die haben immer diese schönen rosanen Blätter. Wir haben hier einen Nachbarn, der hat auch einen Kirschbaum. Und wenn es dann windig ist und die ganzen rosanen Blätter auf unserem Rasen liegen, ist immer eine Freude. Die beiden wohnen zusammen und Gotthard wohnt alleine. Das heißt, wir brauchen für Gotthard ein Mädel an die Seite. Also sie sind alle sehr, sehr glücklich, wie man sieht. Alle glücklich in dem, was sie tun. Im Mittelalter war das keine Arbeit für Frauen. Das ist richtig. Das ist absolut vollkommen korrekt. Aber wenn ich jetzt noch auf einen Mann gehen würde, dann müsste ich noch ein Haus bauen. Und vielleicht noch die Nähstube oder so für die oder die Küche. Ich glaube, wir müssen echt mal eine Baufolge machen, ne? Das ist, glaube ich, dringend notwendig. Jetzt kann auch eine Frau bei dir einziehen, ohne zu heiraten. Ja, nee, entweder teilt die Frau das Bett mit mir richtig oder gar nicht. Also, halbe Sachen werden hier nicht gemacht. Zö, kommen wir denn dahin? Ich hatte einen Nachbar, der hat Strom bei mir geklaut für seine Pflanzen. Oh, das ist ja mies. Das ist ja schon der miesen einer, oder? Ich meine, es gibt ja nicht nur Stromklau, es gibt ja auch Internetklau und solche Sachen, ne? Aber das ist ja schon der miesen einer, ey. Das ist dann nicht Wurst und nicht Fisch. Genau, lieber Hans, genau. Eine halbe Frau wollen wir nicht im Bett. Entweder eine ganze oder eine gar nicht. Ich glaube, es ist immer noch der gleiche Tag. Also wir brauchen Hanuta hier nicht jetzt anzuquatschen, ne? Aber die mit den hellgelben, die haben Probleme, die kann man doch dingsen, oder nicht? Ob die... Oder... Guru, du wirst ignoriert. Wieso habe ich dich ignoriert? Sag mir. Guru, ich habe die gelbe Karte gekriegt. Auweia. Auweia. Ich soll ja irgendwelchen Leuten helfen. Sind das die mit den gelben Ausrufezeichen? Ja, okay. Wenn da mal was dran stehen würde, wäre das ja auch cool, ne? Hat der hier ein Problem? Der hier? Der hat ein How have you Problem. been? Warte mal. Kann ich dir bei etwas helfen? Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Letzte Nacht gab es einen schrecklichen Sturm, der unser Haus zerstört hat. Könntest du uns bitte helfen, die nötigen Materialien zu sammeln und das Haus wieder aufzubauen? Ich werde dich reich belohnen. In Ordnung, ich werde dir helfen. So.
Was braucht er denn, der Gutste? Zeig uns mal das Tagebüchlein. Wie kriege ich den jetzt rein? Wie kriege ich das jetzt rein? Ach, hier, Wiederaufbau des Hauses. Stimmt. 9 Steine und 18 Holzstämme. Das fällt dir jetzt ein, dein Ernst, Meister? Schon mal auf den Tacho geguckt? Es ist bald Nacht. Drei Nachrichten zu deinem Tod. Drei Nachrichten zu meinem Tod. Die Vogelscheuchen. Ja, ja, gehe ich sofort bei. Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und zwar richtig dolle. Andrina ist tot? Ja, deswegen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Warum stehe ich, bin ich tot? Ach, Guru, warum willst du mich töten? Hm? Ich bin doch eigentlich ganz brav, also manchmal. Heute vielleicht nicht den ganzen Tag über, aber meistens schon. 12 von 18. Siehst du den Totenkopf? Totenkopf? Ich sehe keinen Totenkopf, nein. Hä? Mitten oben drin. Nein. Da ist kein Totenkopf. Das ist nur ein Ring, oder was ist das? Wie viele Steine habe ich denn? Einen. Oh Gott, einer ist zu wenig. Jetzt im Dunkeln Steine sammeln. Na hurra, welch Freude. Ich will nicht Beeren sammeln, ich will Steine sammeln. Gib her jetzt hier. Unter dem Ring? Ich sehe echt keinen Totenkopf. Ich weiß nicht, was du meinst. Der gelbe Ring zeigt deine Lebenserwartung an. Alt links siehst du die Steine. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. War jetzt gerade noch mit dem... Ach. Ich war jetzt noch mit Guru. Ich glaube, Guru, ich stehe auf dem Schlauch. Du musst mir echt helfen. Wenn der Ring voll ist, sterbe ich? Nein. Wenn der Ring voll ist, ist das Jahr um. So, Steine habe ich auch genug. Aber jetzt kann ich dem seine Quest ja nicht erledigen, ne? Oder kann ich das jetzt noch mitten in der Nacht?
Kann ich das jetzt noch mitten in der Nacht erledigen? Das ist dem sein Haus hier? Warte mal. Hier sind schon mal ein paar Materialien, die du wolltest. Den Rest besorge ich gleich. Vielen Dank, ich erwarte deine Rückkehr. Wie, ich erwarte deine Rückkehr? Willst du mich verarschen? Ah, Holzstämme braucht er noch. Och Gott, nee. Ich dachte, ich hätte schon alle. Fall ruhig auf das Dach, ist nicht schlimm. Aber ich hab doch alles. Und hier, das sollte alles sein. Ich danke dir vielmals. Im Gegenzug zeige ich dir ein paar der Bautechniken, die ich mir angeeignet habe. Vielen Dank. So, das war jetzt zwei. Ich glaube, wir können hier nicht mehr viel erledigen. Der gelbe Halbring zeigt deine Lebenserwartung an. Nein, der gelbe Halbring zeigt nur, wie weit die Jahreszeit fortgeschritten ist. Ein Nachkommen zeugen. Ja, nee. Will noch nicht pimpern. Also noch nicht. Der gelbe Halbring, der zeigt doch nur wann die Jahreszeit um ist. Also bei mir, das ist tatsächlich nur die Zeit, aber was dieser Ring da oben bedeutet, weiß ich immer noch nicht, der da. So, wer braucht denn hier noch was? Einer von denen hier, ne? Du? Greetings, Stranger. Okay, kann ich dir etwas... Dagmara, kann ich dir bei etwas helfen? Ich könnte wirklich deine Hilfe eines starken Mannes gebrauchen. Natürlich würde ich es bezahlen. Betrachte mich als interessiert. Ich muss meine Familie ernähren und unsere Vorräte sind erschöpft. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Das sollte nicht schwer sein. Ich bin gleich wieder da. Sehe ich etwa wie ein Metzger aus? Nein, siehst du nicht. Aber wir werden mal hier mit dem Münder zu füttern. Wir sollen 117 Beeren und 5 mal Fleisch bringen. Da können wir gleich mal von zu Hause gucken wir mal, ne? Man wird sehen, sprach der Blinde zum Tauben. Ja, aber ich verstehe es nicht. Also dieser gelbe Ring oben auf der Leiste. Das ist doch nur, in der Schenke sitzt ein Geschenkehändler, deswegen der Ring. Ah, okay. Achso, warte mal. Ja, können wir gleich machen. Geh einmal nur kurz nach Hause, hol die Beeren. Ah, die Beeren können wir auch hier machen, ne? Aber Fleisch habe ich nicht so viel hier, ne? Wie viel brauchte ich denn da nochmal? Tagebuch, Münder füttern, F. 5 mal Fleisch. Kriegen wir das hier zusammen? Oder hole ich es besser von zu Hause? Bin ich schneller, hä? Ich
wollte die Scheibenkleister, ich wollte den Kram verkaufen. Naja. Spielst du das Spiel auch oder was? Weil das ist ja jetzt die Sommer. Ist das jetzt die Sommerzeit? Ja, das Gelbe war ja die Sommerzeit, ne? Bin jetzt total verunsichert. Ich muss auf jeden Fall gucken, das weiß ich nicht. Brauchen die... Du musst heiraten und ein Kind zeugen. Rajimir wird circa 35 Jahre alt. Das ist ein Baum. Sieht aus wie ein Totenkopf. Nein, das ist ein Baum. Und, ja, wie soll man das beschreiben? Ein Apfel oder sowas. Armer Guru. Och je. Du armer Guru. Hast du Angst, dass Andrina stirbt? Oh. Alles gut, Guru. Alles gut. Ah, du bist fleißig. Naja. So. Ach nee. Falscher Kasten. Wir müssen ja hier rein. So. Guck mal, hier haben wir Fleisch ohne Ende. Nehmen wir mal alles mit. Und Beeren nehmen wir auch mal mit. Den Rest tun wir später wieder rein. Die haben noch genug zu essen dort. Ich bin zu faul zu jagen und Beeren zu sammeln. Das ist nicht wahr, ne? Das ist einfach nicht wahr. Einfach zu faul. Ja. Es sind noch genug Beeren da. Du stirbst erst, wenn dein Sohn erwachsen ist. Und dann kannst du mit dem Sohn weiterzocken. Also wenn ich so weitermache, kriege ich nicht mal einen Sohn, ne? Also, das muss man ja auch mal so sagen, ne? Ich komme ja bei Hanuta genauso weit wie... Naja. Ich will auf jeden Fall diesmal ein Pferd haben. Ich will die Wege mit dem Pferd zurücklegen und nicht dauernd laufen. Das ist auch ein geiler Spruch von Hexelle. Ich bin von Hanuta so weit entfernt, wie ich einen Knopf erschmeißen kann. Ja. Sagt ihm, er soll mehr Bretter machen und weniger Dingsbums. Verwaltung. Hier, ne? Nee, hier. Gebäude. Produktion. Nee. Jagd. Gewinnung. Holzschuppen. Holzschuppen hier. Das einstellen. Weniger Holzstämme. Und mehr Bretter. So. Brennholz macht er genügend. Stöcker braucht er nicht so viele machen. So. Hanuta braucht Nüsse, ja. Ich bin ein taubes Nüsschen, yeah. Wir alle sind taube Nüsschen. Esel ist auch korrekt. Wenn der Esel schneller läuft als ich zu Fuß, ja, dann ja. Wenn der Esel zu Fuß schneller ist, also wenn wie ich zu Fuß, dann ja. Nur weil ich zu faul bin zu jagen, renne ich einmal in mein Dorf, um Fleisch zu holen. Echt jetzt.
Ich weiß ja, dass ihr immer mit der Wahl meiner Angebeteten nicht so einverstanden seid. So siehe Lumberjack Dynasty, ne? Da wart ihr mit meinem kleinen Fischauge auch nicht einverstanden. Anuta, ich komm gleich. Erstmal hier Quest machen und so, ne? Wo ist er denn, der Gutste? Die Gutste. Hier, ha. Warte, hier. Nein, das ist die nicht. Warte. Mach's gut. Ist es nicht? Hau doch nicht ab! Ich hab was für die Münder deiner Gören. Moinsen! Ich sehe das, was? Ich sehe, dass du hast, was ich brauche. Dieser Beutel mit Münzen gehört dir. So, damit haben wir dieses auch erledigt. Jage Wildschwein und Fuchs 3. Jetzt muss ich doch jagen gehen, Herrgott. Aber bevor ich jagen gehe, brauche ich hier mal einen Händler oder sowas, wo ich mein ganzes Zeug mal verkaufen kann, was ich jetzt hier schon seit Wochen und Monaten mit mir rumschleppe. Und da ist es mir relativ scheißegal, wem ich was verkaufe. Ob sich Hühner lohnen, ich kann es dir nicht sagen. Ich hab's beim letzten Mal nicht so weit geschafft. Ich hatte Küken. Be welcome, Stranger. Aber weiter hatte ich beim letzten Mal nicht gespielt. So, warte mal, ich habe hier mal ein bisschen was, was ich verkaufen möchte. Ich habe hier Holzspeere. Warte, hier, diese hier. Das macht 50 Tacken. Dann haben wir hier ein paar Messer. Hey, warte mal, nehmen wir diese hier. Was hat deine zukünftige, hoffentlich nicht Prinzessin? Doch, 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 doch. So ein bisschen, ne? So ein bisschen. Nein, nein. Ansonsten, goodbye. Tschüss. So, was haben wir jetzt an Kohle? 540, das ist nicht viel, ne? So, Hanuta, jetzt bist du dran. How is life treating you? So, Zuneigung, 66 Persönlichkeit Prinzessin. Warum? Was heißt ja, ach du Scheiße. Da müssen wir uns mal ein bisschen bemühen und so. Ich bewundere deine Ehrlichkeit. Wirklich? Hast du dir jemals gewünscht, nicht intelligent zu sein? So eine Liebe habe ich noch nie gefühlt. Nee, das ist mir zu früh. Ich bewundere deine Ehrlichkeit? Plus 5. Ungewissheit ist ein Segen, wie man so schön sagt. Wie geht's dir, meine Schöne? Du bist das Erste, woran ich denke, wenn ich aufwache. Ach komm schon. Nochmal plus 5. Das ist genau dasselbe wie bei mir. Brauche ich... Ich frage das jeden Stream, ne? Wie viel brauche ich? Ich habe 76. Reicht das? Oh Gott. Wie geht es dir, meine Schöne? Du bist eine der klügsten Menschen, die ich kenne. Ach Gott. Nochmal 5, dann sind wir bei 81. Ach, Menno. So, nicht so wichtig. Mach's gut. Have a good day. Ja. 2 Tagen gehörst du mir. So, Chibora. Wen haben wir denn noch? Rudolfina ist gut bei den Hühnern. Und Chibora ist gut im Handwerk. Warte mal. Das hier. Ach, Fertigkeiten. Da.
Nähen, Kochen, Handwerker, Baumeister. Gehört dazu der Grabungsschuppen? Nee, ne? Grabungsschuppen ist das hier, ne? Schatzjäger, eins mit der Erde. Grabungsmeister. Okay. Das ist schlecht. Sonst hätte ich die graben geschickt.